Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Tour von mir. Ja, ich bin heute mal so ein bisschen südöstlich von Erfurt unterwegs. Da ist so ein kleines Waldstück, das ich mal so erkunden will. Was es hier wieder zu sehen gibt, das weiß ich nicht. Ich lasse mich mal wieder überraschen. Und wenn ihr wieder mitkommen wollt, dann viel Spaß mit diesem Video. Ich bin ja jetzt hier schon von dem Parkplatz 2,5 Kilometer unterwegs und da ist das jetzt hier die Sulequelle. Ich bin jetzt noch so ein Stückchen weiter gegangen. Ja, da habe ich mir was navigiert, so breite Wege eigentlich. Mit breiten Wegen sieht man hier fast gar nichts mehr. Es ist alles irgendwie jetzt hier eine Wiese geworden. Also meine Schuhe, die sind jetzt total nass, weil es hat ja heute früh ein bisschen geregnet. Die Wiesen sind nass, die Schuhe sind durchgeweicht. Gamaschen habe ich nicht eingepackt. Ich bin total am Arsch. Ich werde wahrscheinlich gleich abbrechen, wenn das so weitergeht, weil besser wird es hier wahrscheinlich nicht. Das ist ja der reinste Busch. Mal sehen, wie sich jetzt noch gestaltet. Jetzt bin ich zwar aus den bald wieder rausgekommen. Jetzt bin ich natürlich auf einem schönen breiten Weg, aber auf den möchtest du ja eigentlich auch nicht wandern gehen. Also ich werde es jetzt mal noch hier versuchen und ansonsten kann ich abbrechen. Ich bin ja jetzt ein bisschen auf ein kleines bisschen besseren Weg. Ich hoffe, das bleibt halbwegs so. Ja, aber was jetzt nicht mehr so schön ist, man hört es vielleicht im Hintergrund, ich durchquere gleich die Autobahn. Also mit Waldidylle hat das hier nichts mehr zu tun. Es ist mächtig laut. Auf jeden Fall haben sie hier eine schöne Brücke drüber gebaut und der Tunnel hier ist wunderbar gepflastert. Bloß es gibt keinen Anschlussweg auf beiden Seiten. Was soll das denn eigentlich? Echt schade eigentlich. Ich bin jetzt noch ein ganz schönes Stückchen weitergegangen. Das hier übrigens neben mir ist jetzt ein sogenanntes Flächennaturdenkmal. Ist hier so eine Wiese, die nicht zu betreten ist. Die sieht doch wirklich richtig schön aus, wenn da noch keiner drauf war. Gefällt mir.
Ja, es gab ja bis jetzt nicht so sehr viel zu erzählen. Die Highlights halten sich ja hier in Grenzen. Ja, die Wege jetzt hier waren von den Fahrten an, die ich nach der Autobahn hatte, richtig schön. Dann waren mal wieder ein paar breitere dabei. Und jetzt habe ich auch mal wieder so ein paar schöne Wiesenwege. Das macht auch mal Spaß. Jetzt ist ja das Gras trocken. Jetzt geht's ja. Na gut, dann werden wir mal weitergehen. Mal sehen, was ich da noch so sehe. Aber viel wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Ich bin auch fast zurück. Die paar Kilometer noch. Gut, dann bis gleich. Das hat man auch selten, dass der Himmel dunkler ist, als wie es fällt. Das muss ja da hinten ganz schön runterkommen. Ich habe jetzt wirklich Glück. Es zieht wirklich an mir vorbei. Also ich kriege hier nichts ab. Jetzt ziehen die Wolken hier auch drüber. Es kann durchaus passieren, dass ich doch noch nass werde. Naja, dann ist es halt so, wenn es so ist. Naja, jetzt habe ich doch noch den Schirm rausgeholt. Es regnet ein bisschen. Aber das wird ja nicht sehr lange andauern. Es hat sich ja nichts weiter geändert auf den Rest der Strecke. Es waren noch ein paar Pfade dabei und ein paar breite Wege. Also wie gesagt, das Gewitter hat mich nicht ganz erwischt. Ja, da habe ich wieder Glück gehabt, aber da konnte ich noch ein paar schöne Fotos machen. Das war nicht schlecht. Aber ansonsten gibt es ja heute wirklich nichts Großes hier an Highlights groß zu berichten. Die Wege waren einfach nur schöne Wanderwege. Manche waren eben nicht so toll, auch nur weil es nass war. Aber wenn sie einen breiten Weg auf der Karte einzeichnen, da verlange ich eigentlich auch, dass es nicht ein Weg ist, der bloß noch im Pfad ist. Naja, gut, das ist hier typisch Thüringer Gegend. Da gibt es öfters mal die Wege nicht mehr auf der Karte. Gut, das soll es dann gewesen sein. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.